Hallo liebe Leute, ihr habt wieder eingeschaltet bei den Dschungel-Ossis. Heute Christian. Mal... Ja, scheiße! Nancy und Christian, ganz ihr verwirrt. Kennt uns mittlerweile. Hört genau hin, die Welt geht im Dschungel gerade unter. Oh mein Gott, guckt! Der lang ersehnte Regen ist da, yeah! Acht lange Wochen. Ich muss hier büchen. Guckt euch das an, wie es regnet, Leute. Alles wird nass. Wir haben eine offene Küche, Leute. Und der Christian muss ran. Oh Gott. Er muss wischen. Es regnet, es donnert, es blitzt. Wahnsinn. Ja, hier, die Küche ist offen, die wird natürlich jetzt nass, ist ja klar. Das ist nicht schön. Aber das ist so schön, guckt euch das an. Herrlich, es regnet, alles wird nass. Letztens haben wir noch das Video aufgenommen, ne? Ja. Mit dem Obstgarten, ne? Und haben gehofft, dass es regnet und jetzt regnet es. Yeah. Juhu! Fantastisch. Mega geil. Die Hunde scheißen sich in die Hose hier. Ja, die Frieda hat ein bisschen Angst, aber... Fantastisch! So lange haben wir drauf gewartet. Herrlich! Jetzt ist es soweit. Hier, die Hunde spielen, die zwei. Die Frieda hier, die hier rumläuft, die hat ein bisschen Angst. Ja, du hast Angst. Die hat immer Angst. Ja. Ne? Die kleine Maus, die Frieda. Meine Frieda, Mausi. Ich weiß, du hast Angst. Ja. Und gerade wenn es so knallt. Ja, und es knallt. Hör zu. Es knallt gewaltig. Wir lassen es jetzt einfach mal ein bisschen laufen für euch. Mal gucken, ob wir es nochmal draufkriegen. Ja, Frieda, du bist dabei, Schatzi. Natürlich. Ja, da ist auch der Anton dabei. Der liegt ganz entspannt hier. Die zwei Katzen sind dabei. Hallo, Amy. Sheldon. Der Sheldon, ja. Da ist die Anna. Die Peggy Sue, die Stenkatze. Und die Lieselotte. Und der Wilhelm sind drinnen. Das Ehepärchen. Die haben sich da verschanzt. Die haben sich da verschanzt. Denen ist das hier zu unheimlich hier draußen. Und es regnet. Es ist so schön. Alles kann jetzt wieder wachsen. Es ist fantastisch, Leute. Liebe Leute, es hat hier gerade so gedonnert und geknallt. Wir haben einfach nur vergessen, die Kamera rechtzeitig einzuschalten. Das ist unglaublich. Wir dachten hier, der Blitz schlägt schon in die Palapa ein. Aber so ist das Leben im Dschungel. Hart. Hart ist es. Naturgewalt, ne? Herrlich. Wahnsinn! Vielleicht knallt's nochmal. Es ist fantastisch, ich sag es euch. Geht das Auto schon unter Wasser? Alles kann. Ja, wir haben gerade gedacht, dass die Fenster noch offen sind vom Auto. Da habe ich den Christian runtergejagt. Ich habe gesagt, die Fenster sind offen, runter. Er läuft und läuft. Und die waren gar nicht offen. Da unten steht schon alles unter Wasser. Ja, das ist ja jetzt normal. Es hat lange nicht geregnet. Ja. Hier ist die Seite, wo das Auto steht. Da hinten ist alles unter Wasser. Hier vorne auf dem Platz auch. Aber das ist egal. Es ist wirklich egal. Wir haben auf den Regen gewartet. Das ist das, was zählt jetzt. Richtig. Die Tiere brauchen Wasser. Oh Gott, die Hühner. Okay, liebe Leute, die Hühner stehen jetzt im Regen. Ja, die im Hühnerhaus, ne? Ja, aber wir haben ein schlechtes Gewissen und haben heute noch beschlossen, ne? Wir werden den Hühnern wirklich irgendwo was Dachmäßiges konstruieren, weil da die Regenzeit, die kommt jetzt und ihr seht es, wenn es regnet, dann regnet es richtig. Richtig, genau. Sogar wir stehen hier im Wasser, schaut. Ja. Aber uns interessiert das nicht. Die Küche steht unter Wasser. Ja, warte, hau mal ab hier. Christian, du musst ran. Ja. Zeig den Leuten, wie du das machst jetzt hier immer. Oh Gott. Wenn es regnet.
Ach, jetzt ist es leider schon vorbeigezogen. Schade. Da seht ihr das Wasser, wie es fließt. Hört ihr es? Oh Gott! Ich gehe nicht weiter raus. Ich glaube, ich komme mit dem Fisch nicht mehr hinterher. Hier müssen wir auch mal wieder ran. Hier ist alles grün, wie ihr seht. Alles grün. Muss alles gejerbert noch werden. Jetzt wächst es noch umso mehr. Jetzt ist ja der Regen da. Naja, da müssen wir wieder durch. Da haben wir ja schon mal ein Video drüber gedreht. Der Christian ist hier immer noch fleißig dran. Guckt euch mal diese Dreckbrühe an. Ja, das Leute. Ist ja von der Erde. Ist ja normal. Das ist normal. Hier, die Feuerstelle wird nass, der Ofen, alles wird nass. Vorsicht, Goldi. Vorsicht, mein Gott. Ja, wir zeigen das jetzt mal hier, wie du das machst. Blitz. Ja, da steht da schon mal was unter Wasser. Da muss man durch. Das ist die Bürde, die wir tragen. Ich glaube, es ist schon fast vorbeigezogen, ne? Kann sein. Einfach traumhaft. Traumhaft. So, na dann. Christian, wollen wir uns noch mal verabschieden oder wollen wir noch ein bisschen warten? Hast du noch was zu erzählen? Wolltest du noch was mitteilen? Ja, du siehst doch, was ich mache. Ich muss hier fleißig büschen. Es donnert einfach weiter. Es donnert. Ich würde sagen, in dem Sinne verabschieden wir uns. Ja, wir verabschieden uns. Die Dschungel-Ossis heute mal aus dem regnerischen Dschungel. Und wir sagen einfach, bis bald, liebe Leute. Bis Hasta luego. Hasta luego. Liken, abonnieren und teilen bitte nicht vergessen.